Der Mann mit der Lampe auf dem Kopf. Weil, ihr wisst ja, ich kämpfe immer mit dem Licht. Ich meine aber, ja, bei dem Unboxings hier immer ist das Licht dann süd, weil hier von hier oben kommt ein Licht. Von ganz oben ist auch nochmal helles Licht. Also eigentlich total mieser Stromverbrauch hier immer, wa? Und dazu jetzt noch meine Kopflampe. Ich muss sehen, ob das vielleicht so reicht, ob das in Ordnung ist oder nicht. Vorsichtshalber habe ich sie mal aufgesetzt. Und dann sage ich aber schon mal vorab, ja, wir haben hier ein Paket. Und ein Paket braucht Zeit. Braucht auch was zu trinken. Deswegen sage ich, bitteschön, Proste. Erstmal. Zack, da kommt er aber gleich. Ganz unverhofft. Das sieht ja aus wie ein Werbevideo. Nehmen wir mal weg hier. So, also ihr lieben Freunde da draußen, Zuschauer, Freunde, Custom-Verrückte, Umbau-Verrückte, ich mache auf. Oh, zack. Umbau-Verrückte, was wollte ich noch sagen? Achso, und Freunde des Bastelns auf jeden Fall. Und natürlich auch, ja, von einfach Kunst, weil irgendwie ist es auch Kunst, was wir so machen. Das versteht nur keiner. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Er wird schon wieder hier zum, wie heißt das, Philosoph oder so. Wir machen auf. Achtung, Geräusch, bitte, Kistengeräusch. So, da war ein bisschen Raumschiff mit bei. Ja, ihr seht oder hört, ich bin gut drauf, ich bin gut gelaunt, weil ich habe endlich das geschafft, mal. Ja, das Video wird jetzt natürlich völlig zusammenhanglos sein, weil, ja, aber ich habe es gestern oder vorgestern, ich habe jetzt 3 Tage lang an ein paar Autos rumgebastelt, praktisch Umbauten, ja, die seht ihr ja denn, die seht ihr eigentlich schon früher als das Video jetzt wahrscheinlich, und ja, ich bin da echt froh gelaunt, sag ich mal, auf die Nummer, und ja, habe mir vorgenommen, wieder auf jeden Fall mehr zu machen, ja, als, vor ein paar Jahren, ja, wo es dann irgendwann liegen geblieben ist, das ganze Hobby. So, wir kicken hier rein, was haben wir hier? Schöne Autos, die ich mir gekauft habe. Kick mal, oh, wie hübsch. Das ist ein Maserati Mento del Tentarento, ja, mit der Farbe Orange, Kackgrün, also auf Orange-Style natürlich. Nein, Quatsch. Komm, wir müssen jetzt hier cool bleiben wieder, Mensch. Ja, was soll ich damit? Das sind hier so eine gewissen Monster Truck Schrottkarren, wobei man die eigentlich auch total geil umbauen könnte, sehe ich gerade. Ich glaube, das Ding hier ist so ein Time Taxi. Natürlich, das ist so ein Time Taxi. Das erkennt man an diesem hinteren Ding hier und an der Form irgendwie ein bisschen. Sowas könnte man eigentlich auch mal ein bisschen lackieren, weil der hat hier in der Frontscheibe wie so ein paar. Warte mal, ich mach mal mein geiles Licht an hier. Jetzt sieht man das jetzt besser. Wahrscheinlich. Ja, doch, da. Wie so Einschläge. Ist aber dann doch nicht so gut, das Licht, wa? Wäre natürlich auch mal eine geile Nummer. Die einfach zu lackieren, die Dinger. Oh, und kick mal den Auspuff von ihm, Alter. Der mega Auspuff hier. Wäre eigentlich eine geile Sache. Das ist mir schon mal aufgefallen bei diesen Autos, weil die einfach so, ja, so, weiß ich nicht, einfarbig gemacht sind. Wo man sie auch eingefragt, was soll das? Was soll ein Kind davon halten? Ja, weil das ist ja für Kinder hergestellt. Die schmeißen das wirklich so weg, Alter. Ganz ehrlich, würde ich mal so behaupten. So, hier haben wir noch so ein Ding. Das ist dasselbe wie das. Brauchen wir nicht. Hier haben wir noch so ein Teil. Krieg mal, noch einer in Blau. Oh, Time Taxi in Blau. Ist aber wurscht, weil, wie schon gesagt gerade, das ist jetzt spontan entstanden, die Idee, dass man die einfach immer bemalt. Aber ich muss natürlich dazu sagen, ich habe nicht so einen geilen Pinsel. Wobei, Pinsel würde ich eventuell noch irgendwo finden. Früher hat man zum Beispiel sich die Pinsel zurechtgeschnitten. Schnipp, schnapp, ne? Vorne ein bisschen weniger. Und heute gibt es sowas aber alle zu kaufen in verschiedensten Größen. Ne, grüße ihn an Manu raus, der seine Pinselsammlung da neulich gezeigt hat. Ist ja echt geil, dass du die hast. Aber du musst sie auch benutzen, Junge. Nein, benutzt er ja auch.
Aber ich kann ihn auch verstehen, wenn er sagt, ja, das ist echt zu schade, um zu benutzen. Aber dafür sind die gemacht. Ja, da braucht ihr nicht leid tun. Außer du hast einen Haufen Geld dafür bezahlt. Trotzdem wäre es schade, wenn die nur so rumliegen. Also man sollte es schon benutzen, wenn man sich das kauft. So, wir kicken jetzt hier rein. Was haben wir denn hier? Eieiei, und wir haben hier was völlig Unerwartetes, weil eigentlich habe ich was anderes erwartet. Aber geile Karre, kommt mir bekannt vor, haben wir neulich schon gehabt. Genau, der J-Dit. Unterhalb Metall, das ist cool, aber oberhalb alles Plaster. Das ist schade, weil der alte, den habe ich jetzt natürlich hier nicht gerade griffbereit. Die Lampe ist übrigens noch an. Hä? Kommt besser, wa, mit der Lampe? Auf den Kopf. Ja, wir haben hier Stunt-Team. Cool. Schöner Spoiler, aber halt leider auch nur so in Grau. Ja, wenn man den Chrom machen würde, wäre es viel geiler. Lange Rede, kurzer Sinn. Vorne auch nur so. Ihr seht das alles hier ganz gut, glaube ich. Dank des Lichtes. Dank der Erfindung der Neandertaler. Nein. So, und jetzt kommen wir nämlich zu den Dingern, die ich hier eigentlich auch gehofft oder vermutet habe. Ja, das ist hier so ein Goodie. Sagt man so auf Englisch eigentlich. Wie sagt man es auf Deutsch? Ein Geschenk. Geschenkt ist geschenkt von Frau und Mann, die mir geschickt hat, diese Autos. So, und das ist hier so ein Schrottding. Genau, das wird so hingestellt. Und dann kommt der Monster Truck angefahren und kaputt. Könnte man natürlich auch mal lackieren, irgendwie schön, ne? Für eigentlich eine coole Nummer. Guck mal, das haben sie noch gar nicht benutzt hier richtig. Das haben die Kids überhaupt nicht benutzt. Weil genau, das geht hier nämlich zusammen zu klicken. Zack, zack. Kickt mal, ihr lieben Freunde da draußen. Zack, zack, zusammengeklickt. Sieht das nämlich so aus. Wäre auch eine geile Schrottkatze. Eine Schrottkatze? Ja, eine Schrottkarre für einen Schrottplatz. Weil, kick mal diese Reifen. Das hast du auch nicht bei so normalen Modellen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wenn man das jetzt so richtig schön farblich gestaltet, ist das eigentlich ziemlich cool, ey, muss ich mal sagen. Bei gut, das kann man auch selber machen mit so einem Auto, ne? Einfach einen Hammer nehmen und puk, ruff. Oder du lässt es kurz mal von deinen Eltern überfahren. Beziehungsweise, wenn er selber ein Auto hat. Ich habe kein Auto, deswegen... Ah, ich kenne aber welche mit einem Auto. Also ich könnte das auch machen. Könnte einfach mal sagen, hey Schwesterchen, komm doch mal bitte vorbei hier, fahr mal bitte mal über meine Autos rüber. Ich brauche ein paar für meinen Schrottplatz. Die kickt mir auch an, Alter, und sagt sie mal, bist du völlig durch oder was? Bist du durchgeknallt? Nein, das sagt sie nicht, die versteht das schon. Achtung, ihr lieben Freunde da draußen, jetzt geht's hier los hier. Denn das ist hier das, um was es sich dreht. Das Knisterpapier. Jawohl. Wer das auch so gerne macht, ist hier genau richtig. Achtung, jetzt ist los hier. Zack. Jawolski. Oh, geil, Alter. Entschuldigung schon mal für mein Alter und mein... Oh, geil, Alter. Das ist ein richtig geiler, alter Gravedigger. Und was ist das hier unten? Oh, leider Plaste, aber... Das hier innen ist Metall. Also wieder eine Variante, die wir noch nicht kennen. Da steht aber ein Datum. Das ist geil. 2011. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht erkennen. Oder? Kann man das erkennen? Naja, müsst ihr mir einfach mal glauben. Auf jeden Fall habe ich das noch nicht gesehen auf Monster Trucks 2011. Mattel steht da. Das ist ja abgefahren. Und der hat auch einen anderen Unterbau, sehe ich gerade, als die anderen Monster Trucks. Hä? Also könnt ihr das auch eigentlich vergessen, was ich so mal erzählt habe? Ich bin ja auch noch nicht der Allwissende hiervon, ja? Also gab es 2011 auch noch ganz gute Monster Trucks, weil die Räder sind kleiner, das sehe ich schon mal. Gut, hier, das hat sich zur Plaste entwickelt, aber in der Mitte ist es noch Metall. Also es ist ja auch ein krasser Aufbau eigentlich von den ganzen Karren. Erst war es komplett Metall hier unten. Denn war wahrscheinlich dieses Plaste und in der Mitte Metall und jetzt ist alles Plaste. Ja,
So kann man das erklären. Oder es sind die Hersteller hier, Malaysia, Indonesien, was auch immer. Fakt ist, dass oben alles schön Metall ist. Und der Gravedigger sieht ja mal richtig geil aus. Hier mit diesen Tröten da. Er ist zwar hier abgeschrammt ein bisschen, aber irgendwie macht das auch charmant. Also ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, muss ich sofort lackieren hier oder was. Nee, im Gegenteil. Eigentlich ist er geil so. Hier vorne auch ein bisschen abgenutzt. Schön die Lampen auf jeden Fall vorne. Und der Grill vor allen Dingen da. Das ist ja bei den neuesten Gravediggern auch nicht so. Hier hinten steht noch ein bisschen was, was steht da? But the bed don't mess with us. What? But the bed don't mess with us. Ach so, we ain't bad. We ain't bad, but the bed. Okay. Auf jeden Fall Hot Wheels Monster Jam, schön Gravedigger, ein alter Stil, den ich, und muss auch zugeben, gar nicht kenne. Also ich kenne nur den blau-weißen und den mit den grünen und den Totenkopf und so. In Rot scheint er angeblich jetzt wahrscheinlich noch älter zu sein. Das muss ich das kluge Internet wieder fragen. Das könnte sein, dass das der Vorgänger war. Ist ja krass und ist ja nicht geil, ist ja nicht geil, ey, mit diesen gelben Felgen, gelb, rot, die Schrift hier auch ziemlich oldschool, das könnte echt mit der erste gewesen sein, also das ist ja krass. Ja, geil, schon mal die erste Karre, die echt, ist, Alter, nächste Kiste, was haben wir hier, Oh yeah, geil, Alter. Und zwar haben wir hier jetzt ein Gegenstück zu meinem einen anderen Teil, mein Outlaw-Teil oder beziehungsweise Checker Chucks Kragen Autoparts. Davon habe ich schon einen mit einer Frau drauf. Und das ist hier auch wirklich derselbe Stil. Wobei, ich glaube, meiner ist unten Metall. Müsste ich jetzt extra holen, das dauert aber zu lange denn. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen, ja, Iron Outlaw. Hier mit der Werbung, schön Werbung drauf. Monster Jam, Auto Parts, Pro Shop, geile Felgen. Sieht auch noch echt ganz gut aus für das Alter. Klar wird das ein bisschen verbogen sein, wenn ich den mal hier rolle. Moment mal. Sieht man da was? Ja, da sieht man es, da hinten, das eiert ein bisschen das Rad, ne? Also das ist immer so ein Ausschlagpunkt, glaube ich, wo viele sagen, ja, gebe ich jetzt günstig weg, will ich nicht mehr haben. Das geht doch aber, also wirklich. Er hier vor allen Dingen. Und selbst bei ihm, selbst wenn der eiern würde wie Sau, ist wäre mir ja, der ist einfach geil. Und auch er hier, wie gesagt, selbst wenn die eiern, das kann man hier natürlich, da sieht man es auch, das ist ein bisschen verbogen, ja. Das könnte man gerade biegen. Will ich jetzt aber hier nicht machen. Oh, ich muss mal hier mal aufrichten, ey. Könnt ihr das schön sehen, da? Ich habe jetzt extra ein Licht auf dem Kopf. Bin der Mann mit dem Licht auf dem Kopf, praktisch. Ja, sieht aus wie so ein einer, der in eine Grabungsstätte ist. Ja, wie heißt denn das? Der nach Bodenschätzen sucht in der Höhle. So ein Höhlenforscher. Hier, geil, mit diesem Kopf drauf. Dieser, wie nennt man das? So ein Minotaurus oder ein Stierkopf. Mit Hörnern schön. Oh, die Karre ist geil. Und den habe ich auch erkannt. Von oben habe ich das gleich erkannt mit dieser Werbung und dem Stil von der Karre. Dass das so dasselbe Modell ist. Jetzt zeige ich halt zwei Modelle davon. Aber wie gesagt, kriegt euch mal diese Bemalung an. Einfach nur Hammer. Das ist auch noch richtig oldschool. So weit gibt es heute ja nicht mehr. Und der ist aber auch, das steht leider nicht drauf, aber ich schätze mal, tja, da müsste man echt, ich wollte ja mal den einen Hot Wheels Freund anschreiben, Monster Truck Verrückten da, ja. Da gibt es ja einen, auf jeden Fall, der nur Videos über Monster Trucks macht und so. Von Hot Wheels und anderen Firmen. Also der ist auf jeden Fall ein Profi.
Der könnte mir nicht erklären oder sagen, hey, pass auf, das kommt aus dem Jahr oder aus dem anderen. So, ich quatsch zu viel, merke ich gerade, wa? 15 Minuten, 2 Karren erst. Mann. So, jetzt kommen wir hier mal zu einer hässlicheren Karre, damit er mal abgeschreckt werdet da draußen. Zack! Wobei es schon wieder rar ist. Das ist schon wieder eine Karre, die, das habe ich schon gesehen. Und hier haben wir sogar mal ein Datum, kick mal, 2020. Wir kommen. 2020? Okay, das ist ja überhaupt noch nicht alt. Aber die Karre hat gelitten. Die hat hier voll ihn weg. Also ist hier auf jeden Fall richtig verbogen. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe ihn gekauft halt eh in dem ganzen Konvolut zusammen. Aber ich hatte hier vor, auch den umzubauen. Sprich, ja, eine andere Karre hier oben rauf machen. Weil das ist hier Turtles, war erkennt er ja. Ist zwar irgendwie cool, oldschool, aber es ist kein richtiges Modell. Also es ist kein, wie sagt man, lizenziertes Auto. Das ist einfach so eine Fantasy-Karre. Keine Ahnung. Und Turtles finde ich jetzt nicht so doll. Kennen wir zwar alle, aber ich muss jetzt hier kein Turtles-Auto haben. Da baue ich lieber hier oben schön, weiß ich nicht, Chevrolet rauf oder was weiß ich. Es gibt Tausende, die man darauf bauen könnte. Es gibt so geile Autos, die man darauf bauen kann. Deswegen, und das ist auch, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich will das auf jeden Fall probieren. Hier sieht man, der hatte blaue Umrandung bei den Reifen. Und hier sieht man auch übrigens, Hot Wheels steht da drauf. Das heißt, das sind eben die neueren. Ich weiß jetzt nicht, wie neu. Hier steht 2020. Ich weiß nicht, seit wann es die gibt mit den Hot Wheels da drauf. Gab es jedenfalls hier noch nicht. Und wie gesagt, ich kann es ja nur noch mal erklären für die, die neu sind in dem Thema Monster Trucks. Hier auch diese Größe von den Rädern. Die sind viel größer, die neuen. Und je nachdem, wer es gut findet, findet es gut. Wer nicht, der nicht. Also ich tendiere eher zu den alten Dingern, weil die Räder sind passender, finde ich. Die sind mir irgendwie zu groß hier, aber wie gesagt, da brauchen wir jetzt nicht meckern, weil vor allen Dingen, es war auch sehr günstig hier. Ja, ihr wisst, ich sag die Preise nicht, aber es war wieder, der Sparfuchs hat wieder zugeschlagen, kannst du sagen. Aber ihr seht, das Ding rollt schräg und schief. Also deswegen, da würden auch Sammler immer so sagen, ja, naja, da gebe ich auch nicht viel Geld aus. Das ist auch, wie gesagt, immer eine Ansichtssache. Das kann man immer schwer sagen oder beschreiben. Mir reicht das so aus, wenn ich es günstig bekomme. Und wir kommen zur nächsten Kiste. Und das ist auch wieder so eine Fantasy-Karre. Boah, Black Ops. Ist aber irgendwie auch cool. Gestern kam auch ein krasser Film mit Jason Statham. Irgendwie, wie hieß der noch? Cash Truck. Das erinnert mich gerade daran so ein bisschen. Cash Truck. Da war ein krasser Film irgendwie. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Modell, was nicht von Hot Wheels ist. Nämlich, es ist von Monster Jam. Direkt. Also, ja, ich weiß immer noch nicht, wie diese Firma heißt. Mann, müsste ich nachgucken im Internet. Auf jeden Fall gibt es eine extra Firma, die herstellen von Monster Jam. Jetzt, heutzutage auf jeden Fall. Weil hier steht ja auch Monster Jam drauf. Aber auch, glaube ich, Hot Wheels. Und das ist eben eine andere Firma. Man sieht es auch immer an diesem Auspuff hier, an der Auspuffanlage. Das habe ich auch neulich schon mal erklärt. Und hier steht so ja auch BKT, siehst du? Deswegen, das ist immer das Zeichen. Ich weiß nicht, ob die Firma so heißt, ich müsste echt nachgucken. Ha! Und meistens sitzt auch einer drinne. Wieder. Da sitzt echt einer drinne. Ist doch geil, oder? Und das hat Hot Wheels eben nicht. Hat auch hier hinten einen krassen Motor drin. Also ist schon ganz geil. Wow. Aber bei der Karre muss ich auch wieder sagen, mir gefällt dieses Modell nicht. Was soll ich damit? Ach so, des Weiteren hatten diese BKT-Modelle, ja. Auch breiteren Abstand von den Reifen. Ist euch jetzt vielleicht auch gerade mal aufgefallen. Man kann das ja nochmal kurz hier hinhalten, so seht ihr das. Es ist dieselbe Größe vom Modell her und alles, aber ihr seht den Unterschied zwischen der Reifen, den Reifenabstand und wie gesagt auch diesen Unterbau da, sieht halt anders aus. Grüße ihn mal an Steffen raus, der neulich sich auch ein paar Monster Trucks geholt hat und gesagt hat, ey, danke,
Danke dir, Anoki, dass du mir ein bisschen hier was erklärst. Ja, ich gebe das gerne weiter, was ich rausbekommen habe, rausgefunden. Aber wie gesagt, ich bin da auch noch ziemlich neu auf der Materie. Oh, und wir haben hier einen richtig geilen Kickbar. Yeah! Und damit grüße ich jetzt auch wieder Manu, weil der neulich meinte, ja, Grave Digger ist so mein Ding. Ja, meiner auch. Ich liebe Grave Digger. Und vor allen Dingen, ey, kickt euch den Grave Digger an. Weiß ja nicht, ihr kennt den bestimmt in grün auch alle. Unterhalb grün und hier auch so grünlich. Und auch eine ganz andere Bemalung drauf. Hier ist wieder eine richtig krasse Bemalung. Unten der Typ, da sitzt wieder ein Typ drin. Haha, geil. Der ist zwar in Silber gemacht. Na, völlig blöde. Aber auch hier BKT wieder. Also dasselbe Modell wie diese anderen gerade. Ja, auch geil. Also die fallen mir auch wirklich gut, muss ich sagen. Besser als diese neuen Hot Wheels. Man kann es ja mal hier nochmal gegenhalten. Guck mal, die Hot Wheels und die BKT. Voll die großen Reifen. Der Abstand ist anders, die Größe ist anders. Kann man, glaube ich, gut erkennen. Ja, und dann kann man dann für sich entscheiden natürlich, was findet man da geiler. Ich tendiere eher zu den Dingern, also BKTs und den alten Hot Wheels. Weil seht man auch hier zum Beispiel, der Radstand ist zwar unterschiedlich, aber die Räder sind gleich groß, fast. Also das ist fast dasselbe. Das passt einfach dann auch gut zusammen, wenn man die sammelt, sag ich mal. Ja. Ich glaube auch deswegen wollen viele diese neuen Modelle loswerden oder verkaufen sie eben dann, wisst ihr? Weil sie auch festgestellt haben, ja, ich sammle eher nur diese oder die anderen. Das hat ja auch schon mal ein Schlaukopf mal gesagt, dass man erst herausfinden muss, was man überhaupt geil findet und was man überhaupt sammeln will. Das stimmt auch. Das habe ich schon öfter mal mitgekriegt. So, jetzt kicken wir mal hier ruf. Ist das geil oder ist das geil? Schöner Totenkopf. Son, was steht da? Sonnova. Sonnova? Und dann Digger. Und hier diese schöne Flames. Geil, diese schönen Flames, da Hammer. Wie gesagt, also der fällt mir auch eigentlich sehr gut. Scheint aber auch irgendwie ein anderer Grave Digger zu sein als dieses Modell. Das kommt mir irgendwie ein bisschen anders vor. Aber auf jeden Fall hat er die Lampen angezeichnet. Boah, geil. Der fällt mir auf jeden Fall richtig gut hier. Yeah. Dann kicken wir mal auch mal gleich, ob der auch ihn weg hat oder ordentlich rollt. Nee, ist gut, kickt mal. Und wie gesagt, so drehen tun die sich alle, ne? Also das ist ja extra so gemacht. Aber er fährt geradeaus. Wir können ja nochmal hier dieses machen. Na genau, dafür ist das praktisch da. Jetzt müsste ich die Kamera weiter runterstellen. Oh, Moment mal. Wir sind ja hier nicht irgendwo. Achtung, jetzt kickt euch das mal an hier. Dafür ist das gemacht. Deswegen sind die Räder so. Deswegen ist das so gemacht. Geil. Gefällt mir schon mal. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich das Video doch kurz Stopp machen, beziehungsweise ist es ausgegangen. Ist ja auch komisch. Ich glaube, meine Kamera geht automatisch aus nach einer gewissen Zeit. Was ist das denn überhaupt? Ehrlich mal. Und jetzt kommen wir zu dem hässlichsten Modell. Bäm, Alter. Hast du mal eine Wurst? Eine Wurst mit Pommes, bitte. Alter. Auch ein komisches Ding, oder? Ist zwar bekannt, glaube ich. Ey, das ist so ja Metall hier oben. Wow. Das ist Metall, aber das Gelbe ist Plaste. Oscar Mayer. Ja, keine Ahnung. Den Ketchup kenne ich nicht. Die Karre ist auch hässlich. Also für meine Befindnisse kommt das ab. Und hier kommt eine andere Karre rauf. Aber ganz viele würden bestimmt sagen, ey, bist du verrückt? Das ist doch schon wieder Rarität, weil das so hässlich ist. So eine Wurst, Alter, auf einem Brot. Ja. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Hot Wheels Modell. Steht hier irgendwas?
Da steht Hot Wheels, aber es steht kein Datum. Sehr komisch, bei dem einen stand das Datum drauf, ist echt krass. Ja, wie gesagt, man erkennt es hier schön Hot Wheels auf den Reifen drauf, ne? Schöne silberne Felgen hat er noch, weil das ist ja auch meistens, wenn man es gebraucht kauft, schon gut abgenutzt. Aber wie gesagt, dieser Verkäufer hier war auch einer, der die ausrangiert, die alten Dinger. Und der hat in seinen anderen Angeboten, kosten die alle, weiß ich nicht, 7 Euro. Und 7 Euro gebe ich dafür nicht aus. So, der rollt auf jeden Fall auch in Ordnung. Also, ich weiß nicht, was dieser Mensch hatte mit den Modellen. Wahrscheinlich, weil es so abgegriffen ist eben. Aber wie gesagt, für mich okay, weil, wie gesagt, jetzt zeig so oft, wie gesagt, Mann, wie gesagt, das soll ab und da soll was Neues drauf. Das ist eigentlich der Plan gewesen. Oder es ist eigentlich immer der Plan, wenn ich was günstig kaufe. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir dieses Teil. Geil. Kick mal, ihr lieben Freunde. Der ist nämlich auch noch ziemlich neu. Den habe ich neulich in einem Video gesehen. Der kommt in so einem Doppelpack mit noch einer Karre. Ich weiß jetzt nur nicht, was die andere Karre war. Aber hier von dieser Soße, von den Chinesen, die so echt scheiße schmeckt. Ich finde die Soße überhaupt nicht gut. Weiß nicht, warum viele Menschen das mögen. Ich kann die Soße gar nicht ab, Alter. Ne. Sorry. Kann ich nicht leiden, die Soße, du. Hui Fong Foods. Hier ist ja voll die Werbung drauf von diesen Fong Chewies. Ja. Sri Chaka Hot Soße. Vor allen Dingen so hot ist die überhaupt nicht. Das gibt viel schärfere Soßen. Das ist eigentlich ein Witz. Und die schmeckt eben voll nach Geschmacksverstärker oder sonst wie was. Mann, ich habe die letzte Mal vor 10 Jahren oder so gekauft. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich habe die halbe Flasche weggeschmissen, weil es einfach nicht geschmeckt hat. Ich war jetzt auch eine Dreiviertelflasche. Also ich habe das so sehr selten benutzt. Und wie gesagt, immer wenn ich es benutzt habe, habe ich mich geärgert, weil es hat das ganze Essen versaut. So, auf jeden Fall. Aber trotzdem wollen wir hier nicht rummeckern. Ist ein schönes Modell. Auch alles natürlich Metall. Passend zu diesen Werbung und dem ganzen Kram. Schön grüne Felgen, rot innen drinne, Hot Wheels drauf. Sieht schon geil aus. Kann man nicht meckern. Ist schon geil. Monster Trucks. Hier ist das überall ein bisschen abgeschürft, abgemuggelt. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde ihn geil auf jeden Fall. Cool, rollt auch gut. Also was will man mehr? So, nächstes Ding hier, nächstes. Oh. Yeah. Und wieder so eine Outlaw-Karre. Oh, geil. Genau, und die habe ich auch erkannt von oben. Weil die Bilder waren auch meistens so von oben. Dieses Checker Chucks Kragen Autoparts. Ja, und das ist wirklich auch wieder dasselbe Modell. Nur mit einer anderen Optik drauf. Aber geil gemacht wieder. Gefällt mir richtig gut. Monster Jam Hot Wheels. Torch Power 4x4. Outlaw, Iron Outlaw ist das da. Unleashed, irgendwas. Hier K&M, wenn ich mich nicht irre. Bisschen Werbung drauf. HPI Racing. Ist zwar ein bisschen abgegriffen, aber wie gesagt, das könnte man ja auch wieder schön putzen oder was. Aber eigentlich ist es okay so. Hinten sieht er so aus. Ja, geil. Was mir nicht so ganz gefällt, ist dieses graue. Ja, warum sie das nicht silber gemacht haben oder schwarz. Wie bei ihm hier, ne? Schön schwarz wenigstens da. Ja, aber das kann man ja selber eigentlich sich kastimieren, ne? Wenn ich raus habe, wie die aufgehen, also bei dem, okay, ist das eine Niete, also aufbohren ist angesagt. Gut. Könnte man es kastimieren, aber so gesehen. So schlecht ist es auch nicht. Und wir sind dabei wieder, man hat einfach keine Zeit dafür. So, wir lassen ihn kurz rollen. Rollt er auch gut. Das kann echt sein, dass dieser Typ zum Beispiel jetzt, ne, wie ich es ja jetzt erzähle die ganze Zeit, einfach andere Modelle sammelt. Sprich, er sammelt jetzt vielleicht ja mehr diese BKTs oder was. Keine Ahnung.
Oder eben die Hot Wheels 9. Die neuen, na, weil er die Räder besser findet, die fetten, großen. Keine Ahnung. Also umso mehr freut mich immer her damit. Ich will die alten haben. Schön die alten Dinger, Junge. Geil. So, und wir haben nur noch zwei, lieben Freunde. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Oh, und was haben wir hier? Oh, was ist denn das? Schade, es ist ein ganz komischer Gravedigger. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat auch voll die Plasterräder, also richtig Hartplaster. Ja, er kann zwar diesen Move machen, da kommt hier so ein Totenkopf raus. Ich glaube, das Licht ist viel zu hell, wa? Ja, ist nice gemacht so, aber den könnte man natürlich jetzt geil umbauen. Aber wenn man den umbaut, ihr seht ja der, wie nennt man das hier noch, der Reifenkranz, sag ich jetzt einfach mal, der ist ganz schön groß. Also, ja, das ist dann auch schon wieder, ach, hier hinten kannst du so drücken. Zack. Komische Ding. Ja, ist halt was für Kinder, wa? Monster Jam, Hot Wheels, Gravedigger. Ja, und man sieht auch den Radstand hier. Man passt da nicht mal einen Finger zwischen. Das ist schon übertrieben auch wieder gemacht. Ja, wie so ein Tuned-Karre vielleicht. Fast. Könnte man halt auch eigentlich schön zum Umbau nehmen. Oder eben, ja, als Fan von Gravedigger sagen, hey, dann habe ich eben so ein Modell auch von Gravedigger. Ist ja nun auch nicht schlecht. Kriegt man vor allen Dingen auch, glaube ich, nicht so oft. Habe ich sowas, also habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, der erste, der ein bisschen komisch ist, wobei diese Turtle-Ding und das Wurstteil und das andere war ja auch komisch. Mal gucken, was wir jetzt hier als letztes haben. Das war's auch hier, wa? Ja, hat sie mir hier, was ist das? Ein schönes Stück Papier noch. Achtung, jetzt letzte Karre, Euphorium. Tam, 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 tam. Oh, King Crunch haben wir hier. Eieiei. Der sieht aber auch geil aus. King Crunch. Oh, das ist ein geiles Teil. Zwar auch schon ein bisschen hier, ja, müsste man wirklich vielleicht mal waschen. Dann wäre es wieder schön. Muss ich denn sehen? Manche wasche ich nämlich auch gar nicht, wenn die okay aussehen. Aber klar, man könnte es schon waschen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Paket, was jetzt, weiß nicht, über eine Woche schon wieder hier rumliegt. Vielleicht zwei Wochen. Also irgendein Corona ist da nicht mehr dran. So King Crunch hier, wie gesagt, Monster Jam Hot Wheels. Schön in diesen lila gehalten, lilane Felgen. Fett gemacht. Geile Teil auf jeden Fall. Yeah. Hier aus dem Grund würde ich es mal waschen, weil da ist Sand oder sonst wie was. Ja, dann könnte man die schon mal rinschrubben. Schrubben. Mache ich auch bestimmt. Made in Thailand. Sangtai. So sein. So. Und der rollt auch gut. Der einzige, der hier vorhin kurz irgendwie krumm gewesen ist, welcher war denn das? Der hier, wa? Oder der andere? Naja, egal. Erstmal weg damit. Oh, wir haben hier auf jeden Fall diese zwei geilen Teile. Der Gravedigger ist geil. Dieser Teil ist auch geil. Der Gravedigger hier war natürlich auch mega geil. Dieser King Crunch war geil jetzt auf jeden Fall. Dann haben wir diese, naja, eher komische Modell. Und die drei komischen. Na gut, die stellen wir mal denn hier hin. Aber auf jeden Fall zum Umbauen gedacht. So, dann haben wir hier auf jeden Fall das Teil und diese kleinen zum Verschrotten. Jetzt ist mein Boden hier ganz schön dreckig. Oh, aber das sieht doch gut aus, was wir hier gekriegt haben. Geil.
Oh, der Gravedigger ist auf jeden Fall ein Schmuckstück hier. Auch wenn er so abgeschrammt ist, ist ja geil. Denn dieser Gravedigger ist auch echt geil. Wow. Denn diese beiden Teile, diese Outlaw-Teile, ja, richtig geil, ey. Wow. Katzenvideos, miau. Grüße an Manu und Steffen. Nein, ich schick euch keine Katzenvideos. So. Denn dieser Sri Lanka, wie auch immer das jetzt hieß da, diese Soße, wo wir keine Werbung machen für. Also kannst du sagen, 6K auf jeden Fall top. Und die, ja, muss man sehen. Baue ich wahrscheinlich um. Und nur mal so an Steffen noch mal kurz. Aber wir hören uns ja im Chat. Aber ich sag's dir einfach, weil du hast ja neulich auch schon wieder zwei hässliche Monster-Trucks hier da gekauft bei der einen Frau, wo du 7 Kilo Autos geholt hast. Wahrscheinlich auch zum Umbauen, wa? Habe ich dich ein bisschen hier angeflasht mit, wa? Ja. Nee, deswegen, nur so ein Tipp, wenn man sowas günstig kriegt, ja, ich sag mal so für 1 Euro oder was, 1,50 oder was, denkt euch immer, ihr könntet Unterteil benutzen und oben eine Karre raufbauen. Also, was will man mehr für 1,50? Das ist schon krass. Oh, wie gesagt, 5 Euro gebe ich hier überhaupt nicht aus für einen Monster Truck. Nee. Dann muss er schon super, 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 super top sein. Juti, aber das ist ja auch nur eine Geldfrage, die, wo jeder seine eigenen Probleme mit hat. Und ich sah auf jeden Fall, ja. Puh, schönen Abend, beziehungsweise viel Spaß beim Video. Ich muss auf Klo. Also reingehauen, ihr lieben Freunde. Reicht auch, man, voll lange hier schon wieder. Schön mit Öl. Reingehauen. Viel Spaß beim Video und wir sehen uns im Chat.